seid herzlich eingeladen zu meinem Strandspaziergang auf Korus. Ah, es gibt noch einige Goblins zu erledigen mit meinem Kumpel Dandolo. Ein sehr netter und ein sehr freundlicher Typ. Wir gucken mal die Piraten-Goblin-Quest-Logbuch-Einträge nach. Gut, da konnte ich auch zwei weitere Flöße entdecken und ja, mehr nicht. Es sind ja insgesamt 7. Leider weiß ich nicht, wie viele hier ich jetzt insgesamt entdeckt habe. 4? Fehlen noch 3? Leider steht da die Anzahl. Habe ich die Anzahl nicht in meinem Kopf. Okay, wo machen wir denn? Das ist ja hier eine schöne Soiree da hinten. Okay, dann werden wir mal hier vereinzelt mal die anderen Gegnerches kaputt machen lassen. So, dann Dodo, komm her. Da ist so ein Heinz. Mach den mal kaputt. Ah, schön beobachten. Ah, okay. Wieso gehst du denn in die Knie? Also, ich muss dir mal wohl zeigen, wie das richtig geht hier. Dann Dodo. Ah, ja, oh, okay, dann nicht. Jawohl. Alles gut. Und weiter geht's hier mal mit weiterer Abmetzelung von Goblinen und Lurkern und Strandläufern, meine ich. Was liegt denn hier rum? Was versteckt sich denn auf diesem Fluss? Nüscht. Okay, auf ins Gemetzel. Okay, dann machen wir noch den hier fertig. Bam, sehr schön. Supi. Ein Schuss, ein Treffer. Kein Strandläufer mehr. Jetzt werden wir mal hier zu diesem kleinen Goblin-Lager mal rübergehen. Und schauen, ob Dandolo das auch alleine schafft. Oh, in sichere Entfernung. Der Arme. Ah, der schafft das hier, der macht das. Dandolo, Chaka, du schaffst das. Wunderbar. Brauchst du einen Heiltrank? Der braucht noch nicht mal einen Heiltrank. Der ist ja unverwundbar oder was? Oder wieder was? Ganz viele Entermesser. Da ist nicht zu holen. Ganz viele Gobo-Piraten. Da war noch einer. Wir sind drüber. Jetzt habe ich dummerweise nicht gezählt, wie viele es waren. Aber wenn ich hier ganz feinsinnig über die Goblin-Piraten gehe. Nicht zu plündern. Nicht zu plündern. Auch nichts. Da ist noch einer. Stopp. Oh. Müssten sie eigentlich alle sein. Jawohl. Ja, Dandolo, hast du gut gemacht. Würde dir ja ganz gerne ein Bier geben. Kann ich dir überhaupt mal was geben, außer einen Heiltrank? Ich finde, das sollte... Nee, leider nicht. Er ist ja nicht stark verwundet. Reine Kiste mit Proviant. Dann gucken wir mal die Kiste nach Proviant, die ich mir dann über den Kopf stülpen kann. Hier. Rutsch, 4 Bananen, 2 Wein aus Waran, 2 Schinken, 2 Brote und 5 Tomaten. Hui. Lecker. Aus Waran. Sogar. Spezielle Züchtung oder was? Ein Sextant. Gucken wir doch mal ganz genau nach. Da ist er, ne? Sextant, gut, okay. Hat nichts Besonderes auf sich bis jetzt. Kann sein, dass wir den verkaufen können, müssen. Oder ihn noch für eine Quest brauchen. Man weiß es ja nicht. Gut, ist alles abgefackelt. Haben die Gorbos hier alles abgefackelt oder was? Oder wie? Das wäre sehr, sehr traurig.
Liegt was hier beim kaputten Wagen? Nee, liegt nix. Da ist nicht zu holen. Hin? Oh yeah. Dann gehen wir mal hier an die Lörker ran. Oh, ein Fischer, ne? Ja, ihr schart da so rum. Jawohl. Gucken wir uns das Spektakel wieder an. Na, dann Lolo, komm. Mach eine platt. Danke. So läuft's doch richtig. Aha. Oh, oh, interessant. Auf der Anhöhe gibt's was zu sehen, was zu finden. Lolo, tu dein Werk. Perfekt. Oh, ich bin eine Stufe gestiegen. Laufen. Ich glaube, dich haben wir schon. Ne, noch nicht. Ah, ist das herrlich. Okay, der hat mich entdeckt. Der ist auch wieder kaputt. Ja, man muss sich dran gewöhnen irgendwie, ne? Also man kann schon direkt hingehen. Vor allem, weil die ja noch nicht so viel machen. Ja, sehr schön. Es gibt viel Fleisch, es gibt viele Federn. Es gibt viel zu essen, es gibt viele Pfeile herzustellen. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Da sind wieder ganz viele. Und auch hier geht es einen Weg nach oben. Alles klar. Ist hier unten noch was? Ja, da unten ist noch einer. Los. Danke dir. Da drüben gibt es auch irgendwie so eine Halbinsel oder so. Ja, okay. Da sind noch schön viele andere. Ich finde es herrlich. So, alle gehen auf ihn, nicht auf mich. Aber er geht auf mich. Mann, oh Mann, oh Mann. Hutschatschatscha, hutschatschatscha, hutschatschatscha. Ja, danke dir. Auf Patrouille. Buschpach. Also so bequem habe ich es bis jetzt noch nicht gehabt. Besser kann man es nicht machen. Einmal rum. Ich möchte einmal rumgehen. Ach, hier kommt noch was wahrscheinlich. Hat doch jemand ein Schwert gezogen? Also viele würden das wahrscheinlich anders machen, aber ich möchte doch einmal um den Strand herumgehen. Ja, wieso sage ich das? Ja, weil das immer so war früher. Hier gibt es bestimmt was versteckt. Nein, leider nicht. Hä? Dolo, verrichte deinen Dienst. Ich heb dir die Klappmuschel auf und du machst mir hier den... Genau, richtig, er kann mitdenken. Dolo denkt mit, das ist doch klasse. Liegt hier etwa ein Baumstamm?
Tatsache, hier liegt ein Baumstamm. So viele Federn und ein Baumstamm gefunden hier. Ich glaube, das ist auch so geplant, dass man hier bequem looten kann, während Dandolo mal eben nur die Peoples und die ganzen Monsterkiss. Ja, ich stehe hier und gucke, ob da irgendwas ist. Ob es nur Fische sind oder ob tatsächlich was liegt. Dandolo kommt hinter mir hergeschwommen. Kann natürlich sein. Das sieht nach was aus. Blub, blub. Nö, ist nur eine Kiste. Okay, das ist Schatten. Wo ist denn Dandolo? Hoffentlich folgt er mir noch. Da sehen nach. Das sind alles nur Trümmer. Merkwürdige Münze. Merkwürdige Münze. Habe ich die jetzt genommen? Die merkwürdige Münze muss wohl. Merkwürdige Münze. Okay, bevor ich jetzt nämlich. Moment mal, war hier noch was? Da oben kreist er rum. Ach, die KI, manchmal ist es schon lustig. Okay, dann wollen wir wieder auftauchen. Da oben, da kreist er rum. Der Dandolo. So, ja genau, richtig. Hey, was machst du denn da? Der hat ja was entdeckt. Es ist seine Art, darauf aufmerksam zu machen, ich sollte hier mal wieder tauchen. Nee. So, Dandolo, jetzt komm aus deinem Loop hier heraus. Ja. Ah, man kann ihn sogar im Wasser ansprechen. Okay. Okay, aus dem Loop herausgeholt. Klasse, jetzt gucken wir uns gleich die merkwürdige Münze an. Er ist ein bisschen zu dicht an mich oder an mir heran. An mich heran, weiß ich jetzt nicht. Bin der halbe Holländer. Dummer Holländer wahrscheinlich. Naja, nee. Ab und zu mal ein bisschen Selbstironie kann ja auch nicht schaden. Merkwürdige Münze. Wo wir gerade bei Holland sind. Ich habe hier leckere Tomaten. Lecker und reif und saftig. Ja, das ist schön. Aber ich suche noch die merkwürdige Münze. Nebenbei Wein aus Varand war das. Mhm. Behalte ich erstmal. So, ich habe hier im ganzen Inventar hier rumgesucht. Ich habe nichts gefunden. Keine merkwürdige Münze oder ich bin blind oder sonst irgendwie was. Die habe ich nicht gefunden. Hab zweimal geguckt, konnte ich nicht finden. Naja, gut, okay. Geht's weiter hier. Oh, Dandolo, komm her. Wir können was aufheben. Ach ja, die ganzen Muscheln habe ich auch noch. Ach, der hockt wieder falsch. Gehen natürlich die Pfeile in den Sand rein. Oh, weia. Hier gibt es viele, viele Lurkerches. Gucken, was haben wir denn hier? Das werde ich mal zusammenraffen, weil ihr könnt euch denken, dass ich das alles sowieso Dandolo erledigen lasse. Ja, alles gereinigt hier an der Stelle. Dann gehen wir mal hier zum Schiffswrack hin. Zum Schiffswrack. Dann examinieren wir das mal hier. Gibt es ja hier irgendwie was? Das sieht nicht aus, als wäre etwas hier. Nein. Ups. Gucken. Ja, aha, eine Hornmuschel, als hätte ich es geahnt. Und Wacholder. So, den Essenz der Heilung. Schön. Sieht man noch was? Nein. Okay. Dann geht's hier rüber. Dandolo, wo bist du?
Und eine Schatulle. Ein Lichtspruch. Und das war es dann auch schon mit was. Nein. Und hier oben drauf. Auch nichts. Gut. Ja, fragen wir uns jetzt, wo ist dann Dolo abgeblieben, als ich hier in diesem Schiffswrack war. Dolo, wo bist du? Jetzt ist der noch weg. Auf der Suche nach Dandolo. Da ist er. Ach, da kommt er. Was hast denn du gemacht, du Heinz? Weiter geht's. Hier ist nichts. Und hier kommen wir auch nicht rum. Und großartig schwimmen wollen wir auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem ersten Weg, zu der ersten Wegabzweigung, die linke Hand von uns kommt. Und dann melde ich mich wieder mit Dandolo und dann gehen wir da mal hoch. Oh, hier klippt das. Schön. Oh, Dandolo, komm her. Nicht da hängen bleiben. Oh, bleib da nicht hängen. Ah, danke. Also bis dann. Und zwar hier. Oh, weia. Weiß nicht, was mich erwartet. Außer eine Heilpflanze und vielleicht ein paar noch mehr Pflänzchen. Ich glaube, hier gibt es noch mehr Orks. Kann ich mir gut vorstellen. Heilwurzel, die schwebt, da kommt was. Oh. War ein paar mehr, ne? Hallo? Dandolo, halt den doch mal auf. Der hat mich ganz schön genatzt hier. Danke dir, Dandolo. Das ist gut. Schnell was futtern. Ich habe ja Essenzen genug. Oder ja, genau richtig. Sehr gut. So, wir haben ja zweimal Erfahrungseinblendungen gehabt. Das heißt, da oben müsste noch ein Ork liegen. Da ist er doch. Ork-Patrouille. Kruschpach. Wenn ich jetzt hier so meine Exkursion mache und Dandolo kann nicht mitkommen, weil ich jetzt irgendwie wieder einen auf Louis Trenker mache hier. Der Felsen ruft. Dann weiß ich nicht, wo er sich aufhält. Das könnte mir doch einer von der Community bzw. vom Odyssey Motti mal schreiben. Was dann passiert. Oder ich muss es einfach nur ausprobieren. Ne, weil hier könnte man... Oh, da oben. Blutfliegen. Oder Strandfliegen. Oder Giftfliegen. Die können ja unterschiedlich heißen. Gucken wir mal. Ja. Ja, er macht was. Okay, das sind Blutfliegen. Endlich mal Blutfliegen. Mir doch egal. Dandolo, tu dein Werk. Danke dir. Ein guter Freund, dieser Dandolo. Was kommt jetzt? Jedenfalls ist das hier sehr hoch. Und Wölfe haben wir ja auch. Ja, da ist ja schon mal einer. Mal gucken, was Dandolo aus der Situation macht. Okay, er macht eine Nahkampfsituation raus. Starker Wolf sogar da, den hätte ich. Wo ist denn der hin? Hast du den hier über die Klippe geworfen oder was? Da streunt einer rum. Okay, da okay. Den hatte ich ja schon. Gut. Ja, stelle mal abspeichern. Auf dieser Anhöhe gibt es noch mehr. Dandolo, wo bist du? Wo treibst du dich denn jetzt wieder rum?
Wo bist du? Nolo ist weg. Warum? Ja, schön, toll. Da oben stehen Peoples und ich werde hier angemotzt von diesen Sandheinis. Wo ist dein Dolo hin? Hm. Abgespeichert und jetzt ist er futsch. Das muss ich mal untersuchen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen und dein Dolo kommt auf mich zu. Nur weil er irgendwie da oben auf dem Berg Knepe gemacht hat. Na, tolle Nummer. Also geht's da wieder hoch. So, jetzt bei Fuß Dandolo. Unten wieder am Fuß angekommen. Ich werde mal sicherheitshalber nochmal abspeichern. Und damit mir das nicht nochmal passiert, muss ich wohl wahrscheinlich langsam den Berg erklimmen. Es geht ja auch hier sehr, sehr in Schlängellinien hoch. Vielleicht ist das mein Fehler gewesen, dass ich immer so weit voraus sprang und der Dandolo mir also nicht mehr folgen konnte. Ja, gucken wir mal. Bist noch da, du bist noch da. Ja, das ist halt eben so der Nachteil, wenn man ganz halt immer athletisch unterwegs ist. Ja, das sieht doch schon besser aus. Fällst du hier irgendwo runter? Er ist da, sehr schön. Wunderbar, jetzt sind wir wieder hier an der Stelle, wo ich wollte. Gute Sache, das. Okay, dann Dandolo verrichtet deinen Dienst, während ich hier mal ein bisschen loote. Mhm, gut. Ach, hin. Nicht einstecken. Oh. Kommt nicht dazu, seine Waffe zu umzumetzen. Ah, okay. Da war ich zu spät. Scavenger. Ah, hier auf dem Berg heißen sie Scavenger. Und noch ein Scabby. Ah, er macht wieder gute Arbeit. Da ist er. Und ich höre Gobos. Wo hast du denn jetzt was hingeschmissen? Ich komme gar nicht mehr nach hier. Bisschen verwirrend das Ganze. Oh, hier schon wieder so ein Mistvieh. Ja, Dandolo, endlich sagst du auch mal was. Und endlich machst du es auch mal im Nachkampfplatz. Nachkampf. Aha. Sehr gut. Da hinten scheint wahrscheinlich noch mehr von diesem Gezücht zu sein, von diesem Gobo-Gezücht. Da ist nicht zu holen. Da hinten sehe ich nämlich Peoples im Regen stehen. Oh, eine Frau in einem güldenen Kleid. Waldmorchel, auch neu. Ah. Oder? Nee, die hatte ich schon mal gefunden auf irgendeiner Insel. So, wer bist du denn hier? Sieh mal an. Anscheinend traut sich ja doch noch einer hier hinauf. Wieso? Sind hier die Orks? Ach, ich sehe. Du bist nicht von hier. Die Bewohner dieser Insel machen einen großen Bogen um mich. Sie fürchten sich vor mir. Nur wenn jemand krank ist, dann traut sich jemand zu mir rauf. Aber das bin ich gewohnt. Man nennt mich übrigens Valandre. Und ich heiße Roland. Warum fürchten sich die Menschen vor dir? Wahrscheinlich, weil ich Dinge tue, die kein anderer tut. Aber keine Angst, ich bin ganz harmlos. Na, da bin ich ja beruhigt. Aber nochmal, sind hier Orks? Hier in der Nähe nicht. Aber ich glaube, dass am Leuchtturm welche sind. Ah ja. Also das ist mal nett. Valandre, ich darf dir nochmal hier meinen Kumpel vorstellen. Mein Begleiter, Dandolo. Na, so viel Anstand muss ja sein. Was tust du hier in dieser Gegend? Normalerweise studiere ich den Steinkreis dort drüben, sowie seine Umgebung. Aber zurzeit ist das leider nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Du sagtest doch, dass hier in der Nähe keine Orks sind. Nun, der Leuchtturm ist nicht so weit entfernt und es kann schnell passieren, dass ein Ork auch am Steinkreis auftaucht. Aber ich gehe aus einem anderen Grund nicht mehr dorthin. Zurzeit haben sich viele Goblins am Steinkreis versammelt, aber auch mehrere wilde Tiere. Wenn zumindest die Goblins, Wölfe und Waghunde nicht mehr da wären. Tja,
Dann würde ich wieder meine Studien fortsetzen können. Tja. Kann ich von dir einen Heiltrank bekommen? Tut mir leid, aber solange ich nicht in mein Zelt zurück kann, kann ich dir nicht helfen. Erst wenn die Goblins und wilden Tiere am Steinkreis fort sind, kann ich wieder welche brauen. Tja, das ist Valandre. Die hat ein Problem, zurück zu ihrem Zelt zu kommen, weil da hinten, auf der anderen Seite, Thaddeus, natürlich bestimmt gefährliche Viecher und ein paar Orks rumlümmeln. Thaddeus, was hast du zu sagen? Hallo, wer bist denn du? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich bin Thaddeus. Ich war mal der Leuchtturmwärter hier auf Korus. Du warst? Also jetzt bist du es nicht mehr. Genau. Aber vielleicht bist du ja hier, um das zu ändern? Genau, das werden wir ändern. Ach, nach einem Gespräch mal immer schön den Beutel Wieso? Stehlen. Wie meinst du das? Na, du bist doch ein Soldat des Königs, aus Korana oder sonst irgendwoher und bist doch sicher hier, um uns zu helfen. Die Orks haben unser Dorf überfallen und ein paar von denen haben dich in meinem Leuchtturm breit gemacht. Wenn du die vertreiben könntest, dann könnte ich endlich wieder meine Arbeit aufnehmen. Dem Mann kann geholfen werden. Aber was springt denn für mich dabei Nicht raus? Nicht ungefährlich. Was springt für mich dabei raus? Ja, immer der Profit, was? Mal umsonst was für andere tun, ist wohl nicht drin, wie? Als Waffenknecht des Königs ist es eigentlich dein Job, dies unentgeltlich zu tun. Aber ich sehe schon, das wird dann wohl nichts. Also, wenn ich wieder zu meinem Leuchtturm kann, gebe ich dir 100 Goldmünzen. Gut zu wissen. Hier dann noch was in der Ecke? Ein Baumstamm. Ja, schön. Oh, welch Dickicht hier. Und was haben wir hier? Okay. Du bist noch da, Dandolo, ne? Nicht, dass du mir wieder abhaust. Okay, hier ist nur so ein dröger Felsen. Dandolo ist noch da. Dich brauche ich nämlich ganz gewiss. Und zwar hinten bei dem Leuchtturm. So, dann hebe ich noch diese Heilpflanze hier auf. Und mal gucken. Hier geht ja noch ein Weg lang, wo es hier lang geht. Dolo, bist du noch da? Ja, ist noch da. Oh. Wo machen wir uns jetzt hin? Ah, Waldmorch. Und ein paar Wölfe. Dann Dolo macht das mal gleich für uns. Beziehungsweise für mich. Ein Mistvieh weniger. Ja, das sehe ich auch so. Aber starke Wölfe. Und da ist noch einer. Das waren ja drei. Haben wir ja alles mitgezählt. Dandolo, vielen Dank. Was war das? Feldknöterich. Und wieder eine Waldmorch. Und da hinten ist wieder ein Wolf. Ein Wolfinger. Oder was ist da hinten? Ja. Wolf. Mal gucken wir mal hier, was wir haben. Eine schwebende Heilwurzel. Okay. Ja, dann gehen wir mal bis hier hin. Das merke ich mir dann, dass ich bis hier hingegangen bin, weil junger Wag. Aha. Wir gehen nämlich jetzt zum Leuchtturm hin. Jetzt kommen wir hier von unserer Questgeschichte los. Wo geht denn dieser Weg hin? Ah, hier geht auch nochmal ein Weg lang. Dandolo ist noch dabei. Vielen Dank. Und da hinten sind ja schon die ganzen Wölfe und Waage und widerliches Gezücht. Perfekt. So muss das sein. Und irgendwas kommt noch auf uns zu. Ja, und so weiter. Ich verabschiede mich für diese Folge hier. Und sehen wir uns am Leuchtturm wieder, wenn ich die Dinger hier gereinigt habe. Oder ich mache mitten im Kampf hier mit dem weiter. Ich weiß es nicht, aber danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen guten Tag. Gebt einen Kommentar, macht einen Daumen und I say bye bye. Ai, 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 ai.